Nicht, dass wir das heute machen können. Mama geht's heute nicht so gut. Aber kein Markt? Tut mir leid, ihr zwei. Kannst du uns nicht hinbringen, Papa? Tut mir leid, ich muss arbeiten. Nicht traurig, Caillou. Rosi macht's besser. Ah. Rosi, da kommt mir eine Idee. Wenn wir uns um Mama kümmern, können wir vielleicht zum Jahrmarkt gehen. Ja. Oh. Was los? Dr. Caillou und Schwester Rosi sind hier, um dir zu helfen, Mama. Helfen? Ach so. Hab ich Glück. Patient Mama ist nun bereit. Over. Das sieht ja warm aus. Oh, das ist... Vitamin C. Dr. Caillous Vorschlag. Wirklich interessant. Wir brauchen einen Verband, Schwester. Teddy? Teddy geht auch. Wir brauchen 50. Nein, 100 Teddy-Umarmungen. Oh, na klar. Umarmung 1, Umarmung 2, Umarmung 3, Umarmung 4, 97, 98, 99, 100. Puh, bin wach. Sehr gut, Rosi. Toll, Teddy. Nun, Mama, du ruhst dich aus und ich spreche mit Schwester Rosi. Das ist eine gute Idee. Nicht besser. Nein, wir müssen wohl einen... BC! Wir brauchen Hilfe. Wer kann uns wohl helfen? Papa! Pflegerpapa! Annehmen, Pflegerpapa! Code Helgen! Code Helgen! Over! Nicht jetzt, Caillou. Papa arbeitet. Aber Schwester Rosi und ich brauchen dich. Und Mama. Und Mama. Over. Pfleger Papa ist gleich da. Was? Mir gedacht. Was ist los, Papa? Mama hat einen schweren Fall von einem Schnupfennäschen. Wir brauchen Taschentücher. Sehr, sehr viele Tücher. Oh, okay. Okay. Danke. Das reicht wohl. Oh, vielen Dank für eure Hilfe. Tut mir leid, dass wir nicht beim Jahrmarkt waren. Doch ihr zwei... Der Jahrmarkt! Wir hatten so viel Spaß, da haben wir den ganz vergessen. Naja. Mama ruht sich jetzt besser aus. Nur noch etwas mehr Medizin. Hm?
hab dich lieb. Wir haben noch einen Patienten, Rosi. Oh oh. Folgen Sie mir. Ich will nicht in ein neues Restaurant gehen. Ich will ganz woanders. Glaub mir, Caillou, du wirst das Lokal lieben. Mm. Schau! Oh? Ah. Oh. Der wartet, wird belohnt. Ich glaube, ich kann nicht warten, Papa. Ah. Oh. Hey, was ist mit mir? Ich will... Gut gefangen, Caillou. Schmeckt gut. Hat Papa noch Hunger? Der wartet, wird belohnt. Nein, warte, Caillou, das ist... Oh, echt scharf. Das ist wirklich scharf. Rot! Hier, trink das Wasser. Meine Zunge brennt. Das ist Wasabi, Caillou. Davon kann man nur ein ganz kleines bisschen nehmen. Damit wird es besser. Ich will jetzt nichts mehr ausprobieren. Oh, das sieht echt toll aus. Hä? Oh, lecker! Niemals! Das ist köstlich, Caillou. Probier's doch mal. Das ist wirklich nicht scharf. Versprochen. Du weißt nur, ob du das magst, wenn du es probierst. Gibt's eine Kinderkarte? Leider nicht. Aber ich mache etwas nur für dich. Was isst du denn am liebsten? Gegrillter Käse? Ein bisschen davon und... Das ist kein gegrillter Käse. Wirklich nicht? Käse? Schick die Kraniche zu mir zurück. Kann ich sie nicht essen? Ich habe wirklich Hunger. Der wartet, wird belohnt. Aber... Versprochen, das wird der beste gegrillte Käse überhaupt. Oh, wow. Oh, ha. Geht's dir gut, Rosi? Oh, oh. Tut mir leid, Rosi. Ich hab's übertrieben. Gegrillter Käse. Lecker.
Selbstverständlich, weil man ja belohnt wird, wenn man... Warte! Oh, yay! Willst du die hier probieren, Caillou? Nun, mag ich das? Das weißt du erst, wenn du es probierst. Das ist Tempura. Willst du was von meinem Fisch? Mhm. Was willst du noch probieren? Na, alles. Gar kein Problem. Was möchtest du machen, Rosi? Wollen wir Achterbahn fahren gehen? Oder schwimmen? Platsch! Oder in die Spielhalle? Ja. Komm später. Ich glaube, wir sollten... Was war das? Das ist Müllberg. Lauf! Schnell, verstecken wir uns hier. Hier sind wir vor Gilbert sicher. Aber jemand muss uns beschützen. Wer könnte das sein? Teddy? Ich weiß. Teddy, wir müssen zu ihm ins Wohnzimmer gehen. Bereit, Rosi? Bereit. Los! Oh nein, Mama versperrt uns den Weg. Da ist noch was. Alles gut? Ja, Mama. Bestens. Wo kommt das denn her? Hast du gesehen, Rosi? Wir haben den Staubsauger besiegt. Wir sind Gilbert gewachsen. Caillou? Gilbert hat Angst vor einem Staubsauger, aber die habe ich nicht. Caillou! Ist er gerade direkt hinter mir? Das war knapp. Wir sind okay, solange wir ganz ruhig bleiben. Wow! Juhu! Hab's geschafft! Rosi. Gilbert spielt, Caillou. Gilbert spielt. Wie kommen wir denn nur dort hinauf? Papa, hoch! Nicht jetzt, Rosi. Ich denk nach. Gilbert kommt jetzt. Was sollen wir bloß machen? Rosi?
Genau. Wir können zu Teddy hochklettern. Gute Idee, Rosi. Da ist Teddy. Oh, ich glaube, wir... Warte mal. Was würdest du machen, Rosi? Du hattest heute tolle Ideen. Das stimmt. Gilbert mag den Staubsauger gar nicht. Wum, 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 wum. Tut mir leid, dass ich nicht zugehört habe. Du hattest die ganze Zeit recht. Wollen wir in meinem Zimmer spielen? Ich verspreche, diesmal zuzuhören. Wir können Enten füttern. Oh, Enten spielen. Quack, quack. Oh. Caillou, hol deinen Ball. Irgendwie. Oh, Gilbert, kannst du mir den Ball geben? Gilbert bringt Ball. Super, Gilbert heißt er. Bitteschön. Wow, du und Gilbert seid besondere Superhelden. Freundlichkeitssuperhelden. Freundlichkeitssuperhelden? Was ist das? Nun, Helden retten Menschen vor bösen Leuten. Aber Freundlichkeitssuperhelden tun auch nette Sachen für andere. Nur um Menschen glücklich zu sehen. Das klingt ja wirklich gut. Was denkst du denn, Gilbert? Bereit, Freundlichkeitssuperhelden zu sein? Dann geht's los! Heute super im Netz sein. Heule! Bitte helft uns! Warte! Ist nicht sicher! Lass das mal die Profis machen! Komm schon, Super Gilbert! Keine Zeit zu verlieren!
den Hain retten. Caillou, auch Superhelden fürchten sich einmal. Und Super Gilbert mag Wasser wirklich gar nicht. Weißt du noch? Oh, tut mir leid, Gilbert. Schon okay. Aber vielleicht kann Super Gilbert ja anders helfen. Danke für die Rettung. Ich dachte, die Haie essen uns als Mahlzeit. Ja, und danke fürs Abtrocknen. Oh. Oh. Du machst toll, Gilbert. Trotz deiner Angst hast du dein Bestes gegeben. Das ist super mutig. Und nett. Ihr beide habt heute so viel Nettes getan. Und ich dachte mir, ein Freundlichkeits-Superheld braucht einen Umhang. Also, tada! Wow, danke, Mama! Jetzt aber! Und jetzt die Ringe. Dummes Kleid. Ah. Clem, Liebes, die Ringe. Oh ja, ich hab sie. Hier. Ding. Oh, oh, oh. Oh, ding. Danke, Caillou. Ich erkläre euch als verheiratet. Bester Tag aller Zeiten. Oh, bitte schön, Rosi. Konfettikus. Lass uns Fotos machen. Oh, Fotozeit. Kommt mit, ich will einen guten Platz. Los geht's! Stopp, stopp! Ich suche noch den perfekten Platz. Oh. Oh. Ups, Entschuldigung. Tada! Hier ist's perfekt. Alle sagen Hochzeit. Hochzeit! Hochzeit. Hier, der beste Ausblick. Der beste Tag. Oh, schnell, es ist jetzt Kuchenzeit. Das klingt super. Kuchen. Oh. Kuchen im Gesicht bringt Glück. Wie wär's mit einem Mutter-Tochter-Tanz? Hey.
Ich mag das Lied. Kommt mit. Piep, piep. Oh nein! Ich hab's total ruiniert. Oh, Clem. Auch wenn's nicht nach Plan läuft, kann's trotzdem perfekt sein. Hm? Wasserbombe! Der beste Tag! Bester. Beste. Bombe! Eins, zwei, drei, vier, ich bin nett und vieles mehr. Eins, zwei, drei, vier, ich bin nett und vieles mehr. Aufstellen! Ja! Ah, ich zuerst! Nein, ich! Erinnert ihr euch an den Freundlichkeitswettbewerb? Ja! 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 Ja, ja. Ja. Was steht auf deiner Liste? Oh. Sei nett zu jemandem in deiner Gemeinschaft. Wirklich gut, Clementine. Hm. Oh, hey, finde Menschen, die nett zueinander sind. Das stimmt wohl. Und das Letzte? Sei freundlich zu dir selbst. Das stimmt. Und wer seine Liste schafft, kriegt dieses Abzeichen. Wow! Nun verändert die Welt mit Nettsein. Oh. Ich beende diese Aufgaben in einer Minute. Nun, ich beende sie in einer Sekunde. Brumm, brumm. Alles gut, ich helf dir. Knie schmerzt. Wir gehen zu Mama. Ich bin froh, dass du Rosi geholfen hast. Das war wirklich nett von dir. Oh, sei nett zu jemandem in deiner Gemeinschaft. Ja. Menschen, die nett zueinander sind. Ich habe viele gesehen, die nett zueinander waren. Ja. Letztes, sei freundlich zu dir selbst. Wie mache ich das denn? Gut. Meine ganzen Lieblingsspeisen. Ein Marmeladen-Spaghetti-Eiscreme-Sandwich. Das ist ein leckerer Weg, nett zu mir selbst zu sein. Vielleicht nicht. Ich liebe Blumen. Ich kann nett zu mir sein, wenn ich ein paar pflücke. Chill!
Wie läuft es denn, Caillou? Ich probiere, meine Herausforderungen zu schaffen. Aber die letzte kriege ich leider nicht. Das klingt ja sehr frustrierend. Ja, ich habe dann einfach die Vögel beobachtet und nun geht's mir besser. Oh. Hä? Was machst du da? Wenn hier sitzen und die Natur genießen dich glücklich macht, dann warst du freundlich zu dir selbst. Ich war? Es gibt viele Wege, nett zu sich selbst zu sein. Zum Beispiel tief einzuatmen, wenn man frustriert ist. Malen, wenn man nervös ist. Oder auch... Oh, nach einer Umarmung fragen, wenn man traurig ist? Ganz genau. Danke, Papa. Du bist toll. Sehr gut, Caillou. Sehr gut, Clementine. Nun gut, stellt euch jetzt auf. Du zuerst. Nein, du erst. Nein, du. So, Caillou, was hast du denn Nettes gemacht diese Woche? Ich habe Rosi geholfen. Im Supermarkt sah ich, wie Leute nett zueinander waren. Und ich war nett zu mir selbst, als ich im Garten wütend war. Fantastisch, Caillou. Dann bekommst du das. Oh. Ihr seid jetzt alle Freundlichkeitsexperten. Denkt immer daran, nett zu sein macht einen Unterschied. Ja! 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 Okay, ihr Lieben, ich weiß, dass wir uns alle auf heute freuen, denn wir verkleiden uns. Denkt dran, die einzige Regel am Tag des Verkleidens ist, dass ihr euch wie fühlt? Das stimmt. Nun, worauf wartet ihr noch? Los! Spielen. Ich weiß noch nicht. Ihr spielt schon mal und ich komme dann gleich. Ist doch kein Schatz. Doch, wirklich. Unser Schatz ist... Der verlorene Schatz der Pause. Doch, passt auf. Ninjas! Was machen wir? Wir kämpfen gegen sie. Vielleicht können wir fliegen. Wir brauchen Hilfe. Hey, lasst meine Freunde in Ruhe. Als was bist du verkleidet, Jeffrey? Ich bin ein Feenkämpfer.
Wow, super. Waren die anderen Kostüme weg? Nein, ich mag das Kostüm. Magie ist das Coolste. Aber eine Fee, das ist ein Mädchenkostüm. Nein, ist es nicht. Ja, ist sie. Ist sie? Warum? Es ist, was ich tragen wollte. Sei doch ein Wikinger oder ein Pirat oder Nein. Oh. Das ist Jeffreys Zauberstab. Das war wirklich nicht nett. Das war einfach ein Mädchenkostüm. Sollten wir ihm ein neues finden? Wisst ihr noch, was Frau Martin sagt? Die einzige Regel heute ist, das zu tragen, was einen glücklich macht. Er wirkte wirklich glücklich. Hey, Jeffrey, dein Zauberstab. Will ihn nicht. Aber du brauchst ihn für die Ninjas. Und du brauchst deine Flügel. Du warst als Feenkämpfer wirklich cool. Und Magie ist super. Entschuldige für, was wir gesagt haben, Jeffrey. Klar kannst du tragen, was du willst. Und wenn es dich glücklich macht, dann ist es eine super Verkleidung. Hey, lasst meine Freunde in Ruhe. Oh, ihr habt ein Problem. Caillou, ohne dich hätte ich's nicht geschafft. Und deinem Zauberstab. Ja! Ah, er soll aufhören zu stürmen. Was war das? Es sieht aus, als hätte der Wind den Baum umgekippt. Baum, geht auch hoch? Ich glaube nicht, Rosi. Oh, meine Schaukel! Was machen wir? Tut mir leid, Caillou. Wir müssen uns von der Schaukel verabschieden. Aber ich sag nicht gerne Tschüss. Oh, wo wird Gilbert sitzen? Der Baum war immer sein Lieblingsort. Ich weiß noch das erste Mal, als ich Gilbert zum Baum brachte. Willkommen zu Hause, Gilbert. Das ist der Garten. Oh. Ach, Gilbert. Neues ist echt angsteinflößend. Der Baum tut dir nichts, Gilbert. Bäume geben Schatten und du kannst unter ihnen sitzen. Genau so. Und von oben in den Ästen kann man alles sehen, Gilbert. Der Baum war nicht nur Gilberts Lieblingsort. Rosi hat ihn auch geliebt. Rosi liebt Baum! Rosi liebt Baum! Bom, bom, bom! Caillou, jemand will dich kennenlernen. Sag Hallo zu deiner kleinen Schwester Rosi. Meint sie denn?
Alles gut, Caillou. Es ist normal, dass Babys weinen. Wie hört sie wieder auf? Wir müssen wohl rausfinden, wie sie sich wieder besser fühlt. Ich weiß. Vielleicht ist es zu hell. Vielleicht hilft ihr eine Umarmung von ihrem großen Bruder. Umarmung? Von mir? Sie ist doch so klein. Probier's doch mal. Immerhin bist du doch ihr großer Bruder. Aber ich weiß nicht, was man macht als großer Bruder. Halt den Kopf vorsichtig. Sie hat aufgehört. Du bist ein Zauberer. Schau, du bist schon jetzt ein toller großer Bruder. Nun, meine Lieblingserinnerung an den Baum stammt von viel früher. Sie ist von dem Tag, an dem wir hierher gezogen sind. Und den Baum zusammengepflanzt haben. Warte, wir pflanzten den Baum? Ich erinnere mich nicht. Wo war ich? Du warst noch nicht geboren. Du warst in meinem Bauch. Neues Haus, neuer Baum und bald auch ein neues Baby. Das ist viel Neues. Es ist wirklich ganz normal, besorgt zu sein. Das heißt doch nicht, dass es nicht toll wird. Wir nehmen einfach jeden Tag, wie er kommt. Wow. Ich hab's! Mama, Papa, wartet! Sieht gut aus. Mama, Caillou, wollt ihr uns die Ehre erweisen? Sehr gerne. Auf neue Erinnerungen mit neuem Baum. Während wir immer liebevoll an die Alten denken. Wow! Uff. Oh, Caillou! Lass uns doch mal! Nicht jetzt. Ich muss ein paar Sachen besorgen. Oh. Wow! Wir haben Tomaten, Salat, Karotten und... Oh? Kann ich den Schokoriegel haben, Mama? Der ist so lecker und... Unser Mittagessen wird heute lecker und gesund sein, Caillou. Schokolade ist keine gute Idee. Aber ich finde schon, dass... Kein Aber, Caillou. Leg ihn zurück. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Karotten und Paprika und vielleicht ein paar Gurken? Rosi liebt sie. Komm her, Caillou. Ihr Wechselgeld. Und hier ist was Süßes für dich. Nein, danke. Wir essen heute was Gesundes. Du kannst einen für später mitnehmen, wenn du willst, Caillou. Nein, ist schon okay. Danke, tschüss. Na dann heute nicht. Wir sehen uns. Willst du mir beim Mittagessen helfen, Caillou? Wie klingt das? Aha.
Ich schneide die Karotten und du kannst den Salat und die Tomaten waschen. Dann vermischen wir das. Du hättest nicht den Riegel nehmen dürfen. Das war nicht deiner, Caillou. Caillou? Caillou? Hä? Klingt das denn gut für dich, Caillou? Ja, Mama. Das klingt sehr gut. Oh, nein! Oh? Ich würde die Jacke gern anbehalten. Wie du willst. Schokoriegel her. Ich. Ist das etwa der von Herrn Johnsons Laden? Caillou, das ist Diebstahl. Das darf man nicht. Wie konntest du nur? Ich wollte es nicht. Es sah lecker aus und ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen, aber keiner hat geguckt. Ich will nicht ins Gefängnis. Es tut mir echt leid. Danke fürs Entschuldigen. Ich bin nicht die Einzige, bei der du dich entschuldigen musst, Caillou. Es tut mir sehr leid, Herr Johnson. Hier habe ich das Geld für den Schokoriegel. Ich hätte ihn niemals nehmen sollen. Oh, ich bin sehr enttäuscht, Caillou. Das war nicht okay. Ich weiß, es tut mir wirklich sehr leid. Ich glaube dir. Ich nehme deine Entschuldigung an. Aber du musst mir versprechen, du nimmst nie wieder etwas, das dir nicht gehört. Versprochen. Niemals, niemals wieder. Gut. Nun geh nach Haus. Deine Mama hat etwas Gesundes gekocht. Klingt so, als brauchst du das auch. Vorsichtig, Caillou. Der Baum ist hoch. Und ihr tut euch noch weh. Entschuldigung. Schnell, Rosi, komm her. Hä? Wo ist denn der Löwe bloß? Er wird mich fressen. Caillou, geht es dir gut? Alles gut, Papa. Das gehört zum Abenteuer. Oh? Oh, Gilbert, deine arme Pfote. Caillou, was habe ich übers Baumklettern gesagt? Sieh, was mit Gilbert passiert ist. Ich dachte, ich war allein. Ich wusste nicht, dass Gilbert... Es ist wichtig, an andere zu denken, Caillou. Was du machst, kann auch andere beeinflussen. Okay? Mhm.
Alles gut, Gilbert? Was stimmt nicht? Bau! Oh! Alles gut, Gilbert. Ich lass nicht zu, dass dir etwas passiert. Hä? Hey! Miau! Gilbert? Gilbert hat einen kleinen Bruch am Bein. Also werden wir ihn bandagieren und er muss sich ein paar Wochen erholen. Aber er wird sich erholen? Es wird ihm wieder gut gehen. Aber er wird bei manchen Dingen, die er normalerweise alleine macht, etwas Hilfe brauchen. Oh, das mache ich. Ich kann gut helfen. Gilbert, mach das nicht. Die Bandage hilft doch, deinem Bein zu heilen. Es ist besser für Gilberts Bein, ihm einen Leckschutz zu geben. Leckschutz? Wie Bonbonpapier? Bonbon! Nein, die Halskrause hält Gilbert davon ab, seine Bandage zu beißen. Raus aus den Federn, Schlafmütze! Tada! Caillou, Katzen trinken doch keinen O-Saft wie wir. Was würde Gilbert wohl gerne machen? Oh, ha! Lass den Drachen raus! Lass den Drachen raus! Oh ja, das ist kein Drache, sondern ein gruseliger Dino! Was ist denn passiert? Gilbert scheint nicht mehr spielen zu wollen. Ich wollte mit ihm Drachen oder Dinosaurier spielen. Er wollte auch nicht sein Frühstück von mir essen. Er will einfach nur schlafen. Weißt du noch, wie du dir den Arm gebrochen hast? Es war frustrierend, normale Dinge zu machen, oder? Das Beste ist, wenn du dir vorstellst, dass du an Gilberts Stelle wärst. Wie kann ich das denn machen? Stell dir vor, du wärst Gilbert und überleg dir, was du wollen würdest. Oh, ja. Gilberts Bein sieht besser aus. Du musst dich gut um ihn gekümmert haben. Ich habe mir vorgestellt, wie er sich fühlt. So war es einfach zu helfen.